Willkommen zurück zu Anno 2070 und ja, ich habe heute mal wieder ein Thema vorbereitet. Das ist mir jetzt so eingefallen, nachdem ich, oder ich habe es im Fernsehen gesehen, jetzt hier bei den Nachrichten, dass die Amerikaner ja Schnee haben und darüber möchte ich gerne ein bisschen drüber reden, denn ich finde es nicht witzig, also. Das ist einfach, also ich finde jetzt persönlich, ist es jetzt, finde ich ein bisschen blöd, dass die Schnee haben und wir nicht. Ja. Also über dieses Thema möchte ich heute ein bisschen reden. Weil es mich auf einer Seite sehr aufregt, was heißt auf einer Seite? Auf allen Seiten sogar. Und ja, also ich finde es jetzt. Also ich finde es jetzt blöd, dass die Amerikaner Schnee haben und wir nicht. Finde ich auch ein bisschen, naja, unfair. Kann man da jetzt nicht sagen. Aber man kann. Ja, also ich hätte kein Problem. Also die meckern da jetzt, dass die Schnee haben und alles. Und wir, ja, haben keinen Schnee. Das finde ich jetzt nicht so okay, da wir. Naja, ich glaube eher ein Anrecht auf Schnee haben wie die anderen. Ja gut, wer hat eigentlich ein Anrecht auf Schnee? Das kann man jetzt nicht sagen. Aber man muss schon sagen, wäre schöner, wenn wir eher Schnee haben als die Amerikaner. Nicht, dass ich was gegen die Amerikaner habe, sondern zum einen ist es sehr komisch und zum anderen finde ich auch so ein bisschen, ja. Also wenn man jetzt so guckt, die Amerikaner beschweren sich jetzt, dass sie Schnee haben. Obwohl die. Man hätte es ja schon vorhersehen können, dass die Schnee kriegen. Man hätte es vorhersehen können. Doch. Naja. Also, ja gut, liegt auch am Weltklima, also jetzt hier am Wetter unter allem. Aber trotzdem, also wäre schöner, wenn wir mehr Schnee kriegen könnten. Oder generell mal Schnee kriegen könnten als andere. So, jetzt müssen wir hier noch mal gerade gucken. Alles okay. Jetzt müssen wir auch gerade gucken, wer hier alles aufsteigen kann. So. Ja. Ah, okay. Die sind alle schon mal soweit. Kam eben in den Nachrichten. Ab sofort doppelte Zulage am Wochenende. So, okay, die brauchen noch Fertiggerichte. Dann müssen wir jetzt auch noch mal gerade nachgucken, warum willst du jetzt gerade. Ah, du hast keine Diese Straße. Anweisungen kommen direkt vom Vorstand. Willst du jetzt einen Keks haben dafür oder was? Würde hier einen Architekten Megatron zu finden. Okay. Naja, wieder ein Architekt Achtung, ich zu. habe einen besseren Plan. Pass auf. So, und zu ignorieren. Wo kriegt man jetzt mehr? Also von dem kriegen wir jetzt. Ah, okay. Ah, ja, ne, warte von Ihnen, dass Sie den Auftrag von Rufus nicht erfüllen. Der Mann trifft keine Schuld. Global Trust hätte auf hochwertige Materialien setzen können. Gute Arbeit, ehrlich. Ja. Gewöhnlich bin ich ein sehr geduldiger Mensch. Ja, schön für dich. So, da haben wir jetzt auch Und haben Sie gleich jetzt unser einmaliges Sonderangebot? einen Auftrag erfüllt. Und jetzt muss ich auch mal gerade gucken, was wir noch machen könnten. Die Nachbarn finden auch, dass wir es hier gut getroffen haben. Aktivität. Okay, ihr braucht ein Casino. Schon wieder. Naja. Müssen wir jetzt mal gucken, wie weit das Einflussgebiet ist. Ne, ich hätte es gerne eigentlich generell. Dass hier eins irgendwo ist. Aber wir machen es anders. So. Wollen wir nämlich einen Teil hier hin? So hin. Und da bauen wir dann nämlich hier eine Straße und dann sind alle wieder glücklich. Hoffe ich mal. Oder wir können ja auch eigentlich theoretisch ein paar Häuser hinbauen. Wenn das denn ginge. Und.
So, und dann noch ein paar Häuser. Sieht jetzt nicht. Müssen wir gerade gucken. Ja, okay. Zwei Häuser können wir hinsetzen. Gut. Weil dann können wir nämlich hier im Casino hin pflanzen. Wenn das denn ginge. Müssen wir aber eine Straße abreißen. So. Und dann. So, hier alles zu und hier alles zu. Die Nachbarn finden auch, dass wir es hier gut getroffen haben. Mal gerade gucken. Naja, Mist. So. Was tut man denn nicht für seine lieben Bürger? Andersherum. Und dann könnten wir hier noch Sachen zur Energie. Ja, ein Teil für Energiegewinnung hinmachen. Und dann können wir das auch wieder verpflastern. Also hier Pflaster drüber machen. Und dann müsste es außer. Hier könnten wir vielleicht noch eins hin machen, wenn das gehen würde. Das ist jetzt mal hier. Endlich mal gehen! Na, komm schon. So. Dann könnten wir auch hier die Sachen abreißen. So. Ah. Ich habe leider jetzt hier nichts mehr zu trinken für mich, Mann. So. Alles klärchen. So. Hä? Geil, eine Brücke. Habe ich auch noch nie gesehen. Das Highlight des Tages, eine Brücke. Cool. Also, eine Brücke habe ich noch nie gesehen. Muss man sagen. Man kann eine Brücke bauen? Ernsthaft? Sowas geht? Man kann Brücken bauen? Ernsthaft? Die Nachbarn finden auch, dass wir es hier gut getroffen haben. Ja, okay, danke für die Information, dass ich das jetzt auch mal weiß. Fühle mich jetzt etwas hintergangen. Aber ich glaube, das geht den meisten so. Und dann könnten wir hier noch drüber eine Brücke bauen. Ich baue jetzt über ganz viele Brücken. Ganz viele Brücken. Aber eine Brücke habe ich noch nie gesehen. Das ist jetzt das Highlight. Brücke. Ja, hier, Brücke. Infrastruktur. Cool. Es gibt Brücken? Ernsthaft? Habe ich auch noch nie gesehen. Cool. Achtung. Produktionsstillstand. Ernsthaft? Skip. So. So. Wir müssen jetzt erstmal gucken, was brauchen wir denn überhaupt? Ölraffinerien haben wir. Ölraffinerien. Ölraffinerien. Warte. Was war das denn? Können wir hier was bauen? Müssten, das abreißen. Dann ein Castor, ein Lagerhaus weit hier ranbauen. Und dann können wir sowas dahin bauen. Dann können wir das hier nochmal ausbauen. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon soweit. Es gibt Brücken? Ernsthaft? Warum hat mir das keiner früher gesagt? Und man muss bedenken, ich spiele schon sehr lange, Anno 2070. Sehr lange. Und niemand hat mir gesagt, dass es Brücken gibt. Also ich fühle mich jetzt irgendwie ein bisschen verarscht. Das will ich euch. Das soll aber nie mehr vorkommen. Was können wir eigentlich hier bauen? Da steht's.
hatte natürlich Wasserspeicher ermöglicht, den Bau eines Staudamms. Die Baupläne für den Staudamm können in der Akademie erforscht werden. Okay, das heißt, wir müssen irgendwann eine Akademie bauen. Eine Akademie. Wenn unsere... Ernsthaft. Wir bräuchten... Also hier können wir dann nochmal... Wir haben noch... Ja, Beton haben wir jetzt noch jetzt nicht so viel. Nee, weil dann machen wir jetzt hier so alles. Achso, okay. Nee, dass wir dann jetzt hier schon mal zu weit alles ausbauen.